Hallo Leute, jetzt geht es weiter mit, wo es denn mit dem Warframes zu tun hat, beziehungsweise was Bolas denn eigentlich will. Our hubris shone like a black star. For our technology, our war machines, were your kin. How easily you turned them against us. We were forced to older means. Not circuits, nor light, but flesh and disease. Our horrors passed, our ravaged outer colonies became gardens. Offensichtlich. We cultured the infestation, conceiving of a hybrid, transformed, but only just. The helminth was created. New warriors, worthy of battle against you, the great and terrible Hun Hao. Eine Verbindung von Warframe-Technologie und Befallenen. Nein, Befallenen-Technologie und Strom. Das auch. Helminth war der erste Hybrid, Warframes erschaffen konnte. Weiter. We took our greatest, volunteers or not, and polluted them with these cultured reagents. They transformed. They became infested. War es nicht so, dass das Fleisch in dem Warframes infestet sein könnte? Es ist infestet. But only just. Their skin blossomed into sword steel. Their organs interlinked with untold resilience. Yet their minds were free of the infested madness. Or so we thought. We set them upon the battlefield, biodrones under our command. Lass mich raten, es ging schief. Ja, sie verlierten die Kontrolle über die infested Warframes. Verloren. Ja. Das sah ich doch. Verloren, nicht verlierten. The Warframes. All of them failures. Surprised. They turned on us, just as you did. And so we had no choice but to commit them to grave. This is all you know, Hun Hao. But there is a hidden half, a secret that lies within a place forbidden to you and your kind. I speak of the void. Aber ich dachte, die Befallenen können nicht den Void betreten. Können sie auch, doch die Befallenen sind jetzt nicht. Genau. Dejan, mach weiter. Dejan. Ja, ich rede doch. Ich lasse Ordis ausreden lassen. Warte, wie Ordis reden. Operator, you need to stop this. You could suffer permanent harm from Umbra's memory. What if you internalize all this? I feel like he's leading me to the truth about Belus. Right now, it's all I have to go on. Folge Umbra. Anscheinend scheint Ordis sich jetzt langsam aus der... Oh, okay. Sich wieder zu erholen. Hat er ja gerade gesagt, ich sollte wieder mich kümmern. Okay. Dann folgen wir Umbra auf Triton. Ganz gleich eine Luftladung freisetzen. Also hier wie Luftunterstützung von der Lizeth. Ganz genau, gleich aktivieren. Luftunterstützung. Ja. Kannst du jetzt schon machen. Ist alles gesperrt. Ja. Ballast must be tracking Umbra now. I'm detecting increased. Leg dir das auf eine Zahl, damit du es einfach drücken kannst, nicht das Menü brauchst. Eigentlich, warum kann ich es nicht machen? Okay, geht mal. Noch dann geht's noch nicht. Füll die Energie auf. Ja, Energie. Gut, ich könnte einfach auch eine Platte legen. Ah.
Sentient. Lauf einfach, lauf Sentient, einfach. Sentient, was hatten wir denn jetzt gerade? Wir hatten Sentient, wir hatten Greniere und jetzt Befallene. Ich glaube, es geht alles, alles ist irgendwie alles in einem Korpus. Im Korpus, ja. Alles ist irgendwie immer. Alles hängt irgendwie alles miteinander zusammen, nicht wahr? Captain Obvious. Ich weiß. Obwohl, ich glaube, die Mimics werde ich doch lieber erst mit den. 5 Sentients musst du töten. Mach die 2 an, genau. Genau. Oh, das sind jetzt nicht mehr die Mimics, das sind schon die normalen Okulisten. Die halten schon etwas mehr aus. Okay, bis auf diese Mimics. Ach komm. Uralte Technologie aus der aus den Orokin kriegt. Ja, ja. Lange ist er her. Okay, hier geht es nicht weiter. Nicht bei jedem Schuss nachladen. Ich weiß, das ist aus den. Das ist noch so drin aus diesen Team-Shooter-Geschichten, wo man immer, wenn man aufgeladen hat, Quatsch, geschossen hat, direkt automatisch nachlegt. Eike, du kannst es glaube ich schon verraten, du hast es ja schon gespielt. Kann man sagen. Weiter. Ich muss jetzt eine bestimmte Menge von Mimics töten, damit dann ein Oculus auftaucht, ja? Nein. Ah. Lockdown ended. Very good. Now, where is that Warframe? Andere Richtung. Ja, schon klar. Ich kann das sehen. Nicht nach jedem Schuss nachladen. Ich weiß, ich weiß. Dann lass es. Ich versuche es. Könnte natürlich auch auf Nahkampf gehen, aber das würde das Ganze natürlich noch etwas, naja, in die Länge ziehen, nicht wahr? Auf. Tut es nicht, wenn du gute Waffen hast. Die Umbra. Musst mit dem Tenno den Schild wegmachen. Hinhocken. Ah. Hinhocken und ja. Aufladeschuss. Hinhocken. Ja, ich versuche es gerade. Ich durch und durchdashen, meinst du? Genau wie bei den Wächterinnen, ne? Klopp ihm den Schild weg. Na komm. Aha. Nahkampf ist in dem Fall eher nicht richtig. Durchdashen geht nicht. Du musst ihm den Schild wegschießen. Ja, mit den Verstärker. Und jetzt mit Kuhboxen. Und jetzt Frau. Guck auf die Fiole. Da ist die nächste Portion. This one, a brother. These three, his children. And on, all of these gone. Ja, nein. Das war falsch. Wo wirst du denn jetzt platzieren? Jetzt hast du es versaut. Jetzt hast du verloren. Hättest ihn dahin gemacht, wo er seinen Weißen gemacht hat. Ist jetzt egal. Da unten ist okay. Hier unten? Nein. Hier. Father. Do you remember your Shazin? Remember how you'd sing to us? Smiles from Jerron? Kuka-san. How thoughtful to remind him of his better days. Come now, your move. Only a few stones left. Jetzt sagt er dir, wo du sie hinmachen musst. Aiza, looks like your father still has his sharp wit. My father understands the game better than anyone.
Sehen nur wir das? Er benutzt seine Transzendenzkraft, um mit dir zu reden. Deswegen hat er einen Transzendenzbolzen eingebaut. Er genießt das gerade. Natürlich tut er das. Tut so viel Sachen. But all miracles require sacrifice. He's going to kill him. Who's going to what? Ballas. He's going to kill my... his son, Isa. But aren't these memories, Operator? Genau. Aus. Genau. Ach, wenn das Erinnerung jetzt von den. Genau, wenn das jetzt nicht Erinnerung vom. Wenn das nicht Erinnerung vom Warframe sind, dann war es doch schon in der Vergangenheit passiert. Oder ist es jetzt? Ist es sehr verwirrend. Wieso? Es ist sehr verwirrend. Das sind die Erinnerungen von dem Warframe. Ja. Also ist das, was wir da sehen. Hör auf, die Kameras abzuschießen. Das ist dämlich. Also ist das, was das wir sehen. Das ist so ein ja. Nicht die Kamera abschießen, das ist so ein Anfängerding. Man rollt durch. Aber dann ist das, was wir hier sehen, dann in der Vergangenheit. Entschuldigt, Leute, ich wollte gar nicht so viel kommentieren, aber die schon sehr so. Kannst du ruhig reden? Ich bin gerade verwirrt. Warum? Wie kann Lotus sich von so einem... Warum ist sie von ihm so abhängig? So abhängig ist sie doch gar nicht. Ja, aber warum ist sie dann mit ihm gegangen? Jetzt muss man sich fragen, wie ist Lotus überhaupt zu den Orokin gekommen? Mit wem hat sie hat die Orokin geredet? Noch nicht erklicken. Jetzt kommt die Frage. Wieso hat Ballas Sentience? Wo alle doch wissen, dass Lotus ein Sentient ist? Uiuiui. Wer befehligt die wohl zum Klicken? Meinst du, das ist alles eine Gewinnung, was wir letztens gesehen haben, in der letzten, am Ende der letzten Mission? Genau, Quest. Alles folgt nach einem Plan. Nichts ist, wie es scheint. Our people held dualism as truth. That all things were of two parts. Mind and body. Consciousness and matter. Of our world and the void. It was from there that our answer finally came. Körper und Geist ist sehr interessant, weil angeblich ist Ballas ja unsterblich aufgrund dessen, dass er wohl sich vom Körper mit dieser Transferenz. We kept the Saruman surviving Kufa. Secret reservoir. They were the missing half. Transference linked. The Warframe's the body. And they, the mine. I give you now the coordinates and codes to this place. But do not underestimate these devils somehow. They did what we could not. We had created monsters we couldn't. I know what I have to do. Operator? Na, einfach abgewürgt. I don't need to hear it. I lived it. Prep the landing craft, Ordis. I'm going in. Myself. I hope that doesn't mean what I think it does. Alleine mit den Operator. Das hatten wir auch, wann war denn das letzte Mal, dass wir das hatten, dass wir mit den Operator alleine kämpfen mussten? Okay.
Ich glaube, das können wir dann jetzt hier auch wieder pausieren und dann sehen wir es dann in der nächsten Folge, nicht wahr? Okay, Leute, dann sehen wir es dann in der nächsten Folge. Vielleicht die letzte. Okay, Barell, aber das war's. Bis dann. Ciao.